Maybe we should skip right to the finale. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der größten Unterschiede in One Piece von Netflix. This is Garp. In dieser Liste sehen wir uns die größten Änderungen an, die in der neuen Netflix-Adaption von Eiichiro Odas legendärem Manga vorgenommen wurden. Achtung vor Spoilern am Horizont. Platz 10, Buggys Zirkus. Um die gesamte East Blue-Handlung in 8 Episoden unterzubringen, musste vieles gekürzt werden, so auch die Abenteuer des Strohhuts auf Orange Island. Maybe we should skip right to the finale. Zwar wird die Zerstörung der Insel angedeutet, aber der Großteil des Kampfes mit Buggy findet in seinem selbst errichteten Zirkus statt, während er die Einwohner der Stadt als Zuschauer gefangen hält. Tut mir leid für diejenigen, die den Kampf zwischen Zoro und Kabachi in voller Länge sehen wollten, aber das Hauptaugenmerk liegt hier eindeutig auf Buggy. Und das ist wahrscheinlich auch gut so, denn Jeff Ward als Killer-Clown ist ein absoluter Hingucker. The Chop-Chop-Fruit. So you can slice me, and you can dice me, but I'll always put myself back together again. Platz 9. Nackter Helmeppo. Wahrscheinlich nicht der Fanservice, den die Zuschauer erwartet haben, aber hier ist er. Helmeppo, der alles für East Blue erträgt, während er mit Zoros Schwert posiert. Ich bin mir nicht sicher, was wir hier noch sagen können, außer viel Spaß damit. Platz 8. Der Kampf in der Bar. In Shell's Town wurden im Allgemeinen viele Szenen verschoben, aber das ist bei weitem die auffälligste. Anstatt in einer Rückblende zu erklären, wie Zoro in die Gefangenschaft der Marine geriet, findet der Kampf zwischen Zoro und Helmeppo in einer Bar in Echtzeit statt, wobei sowohl Ruffy als auch Nami als Zeugen auftreten. Okay. But it's gonna hurt. Der Kampf ist schnell, flüssig und unterhaltsam und obwohl er eine Umkehrung des Ausgangsmaterials ist, funktioniert er gut genug, da er dasselbe Ziel erreicht. Sie haben es sogar geschafft, die Reisball-Szene einzubauen. Delicious. Now you eat one. Platz 7. Mihawk. Das hat uns ein wenig aus der Bahn geworfen. Ursprünglich hatte Mihawk seinen ersten Auftritt im Barati, wo er Don Creeks Crew niedermetzelte, bevor er gegen Zoro kämpfte und dabei einen verdammt guten ersten Eindruck als der größte Schwertkämpfer der Welt hinterließ. In der Realverfilmung kommt er immer noch auf der Barati an, aber auf Befehl von Garp, um Ruffy zu fangen. Mihawk, did I catch you in the middle of something? Aber das ist wohl kaum der schockierendste Moment, denn wir haben auch einen Auftritt von Don Creek. You've killed my men. Destroyed my fleet. Why are you after me? You woke me from my nap. Wenn man bedenkt, dass in der Barati-Handlung anstelle von Arlong als Bösewicht eingesetzt wurde, war es eine ziemliche Überraschung, ihn als Mittel zur Demonstration von Mihawks Macht zu verwenden. Wir sahen sogar, wie er ein Schiff in zwei Hälften teilte. Platz 6. Kein Krieg am Strand. Wie jeder Fan weiß, ist der Höhepunkt des Zero Village Arcs der Kampf der Strohhüte gegen Kuro und seine katzenartigen Schergen, wobei eine Strandkulisse als Schlachtfeld dient. Für die Live-Action-Serie hat man sich für einen viel kleineren, konzentrierten Konflikt entschieden. No more hiding, Kobea. And to be absolutely certain we're not interrupted. Lock the house down. Die Strohhüte sind stattdessen in Kayas Haus gefangen, Mary ist für immer tot und Django gibt es auch nicht. Dafür setzt die Serie mehr auf Horror, denn sie werden von Kuro gejagt, der so köstlich böse ist, dass es unmöglich ist, sich nicht zu amüsieren. Parents are gone. Your friends are all gone. Even Usopp is gone. It's just you and me, Miss Kaya. It's time.
to wake up! Und hey, wenigstens haben wir Zorro gegen Butchie und Sham kämpfen sehen. Platz 5. Nami in Shellstown. Die beliebte Navigatorin der Strohhüte schließt sich dem Kanon zufolge nicht Ruffy und Zorro an. Bis nach den Ereignissen mit Buggy in Orangetown, aber in der Live-Action ist sie ein wichtiger Akteur während des Kampfes mit der Marine in Shellstown in Episode 1. Can I buy you a drink? Too tall. You like rum? Yeah, sure. Much for the next guy? I'm not asking the next guy. Das bedeutet zwar, dass sie viel seltener beide Seiten spielt, aber die Serie setzt von Anfang an auf diese Eigenschaften. Sie ist eine Diebin und sie ist schnell auf den Beinen. I'm a transfer from the 77th, sir. What's your name, Private? Nami, sir. I put in a request to serve under your command. Sie ist liebenswert sarkastisch. Sie schaffen es sogar, ihr Trauma auf eine glaubwürdige Art anzudeuten. Let's get one thing straight. I am never joining anything with you. I hate pirates. Hate them. Es ist sicherlich eine der offensichtlichsten Änderungen, aber eine Kombination aus großartigem Tempo und Emily Rudds perfekter Leistung macht es wirklich möglich. Platz 4. Kampf beim Barati. Wie bereits erwähnt, ist Don Krieg in der Live-Action-Adaption kein wichtiger Antagonist. Stattdessen entschied man sich, den verkürzten Zeitrahmen zu nutzen, um Arlong als den großen Bösewicht der ersten Staffel weiter auszubauen. No one owns a sea. Not even a fishman. Wir sahen nicht nur, wie er Buggy verhörte, sondern auch, wie er und seine Fischmenschen auf der Barati ankamen, um vor dem Arlong Park gegen Ruffy anzutreten. Das dient nicht nur dazu, Arlongs Motivation zu etablieren, sondern auch dazu, die Verfolgung der Fischmenschen zu erklären. Most fishmen will be happy to sit at the same table as a human. They want to be treated as equals. You dare stoop so low. Ebenso wie die Enthüllung, dass Nami zu seiner Crew gehört, aber der Kampf selbst ist ziemlich gut. Und wenn auch nur, um Tess Skyler's Sanji ohne Hemd zu sehen. Platz 3. Corby. Du dachtest, du würdest Corby nach der ersten Folge nicht mehr sehen? I've kind of... I've always wanted to be... Da liegst du falsch. Die Netflix-Serie hat die interessante Entscheidung getroffen, Corby und seine Geschichte zu einem Nebenschauplatz der ersten Staffel zu machen, indem sie nicht nur mit den Ereignissen in Shellstown, sondern auch mit den Vorfällen mit Kuro und Arlong verwoben hat. Es bestand zwar die Gefahr, dass dies nur eine ungewollte Ablenkung sein könnte, aber die Zeit, die Corby gewidmet wird, füllt die Lücken, wie er und Helmeppo eine Freundschaft entwickelten und wie er schließlich den Mut fand, die Art von Marinesoldat zu sein, die er immer sein wollte. Das ist eine nette Idee, die Neulingen die Welt näher bringt und die zusätzlichen Szenen zwischen Corby und Ruffy sind ein Plus. Be a good Marine. Be a good pirate. Platz 2. Zorro gegen Mr. Seven. Das nenne ich mal einen tiefen Tauchgang. You may call me Mr. Seven. I represent an organization known as Baroque Works. We are interested in your unique set of skills, Pirate Hunter Roronoa Zoro. Für diejenigen, die sich Sorgen gemacht haben, dass die Macher der Serie sich nicht an die Vorlage halten würden, verweisen wir auf Zorros Einleitung, in der er mühelos ein Mitglied von Baroque Works niederstreckt. Does it come with a free face tattoo? My favorite is number one. Für langjährige Fans, der Kampf zwischen dem Piratenjäger und Mr. Seven wurde immer nur in einem Nebensatz während der Konfrontation auf dem Whiskey Peak erwähnt. Sie ist nicht nur eine Anspielung, sondern wird in Live-Action zum Leben erweckt, um Zorros immense Fähigkeiten zu zeigen und auch als Hinweis darauf, wie anschaulich die Gewalt in dieser Serie werden kann. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Garp. Ganz recht, Garp ist eine der Hauptfiguren in der ersten Staffel der Live-Action-Serie One Piece. This is Garp. Pirates, you say? Raiding our base in Shellstown. What did they take?
Wir reden hier nicht von einem Cameo-Auftritt. Die Verfolgung der Strohhüte durch ihn und Corby ist ein ganzer Erzählstrang vom Anfang bis zum Ende der Staffel, im Gegensatz zu seinem Manga-Debüt, das verdammt lange gedauert hat, bis es soweit war. Und ja, die Enthüllung, dass er Ruffys Großvater ist, kommt schon in der Mitte der Staffel. Grandpa? Wir sind uns zwar nicht sicher, wie sich das auf die weitere Entwicklung der Serie auswirken wird, aber eines wissen wir: Vincent Regan ist eine absolute Wonne in dieser Rolle. Wir sind ziemlich überzeugt davon, dass Garb im Kanon einen schottischen Akzent hat. Not bad, boy. Not bad. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.